Ich habe Verwendung für euch. Welchen Botengang ihr auch für euren Meister machen sollt, das kann warten, bis wir fertig sind. Was gibt euch das Recht, mir Befehle zu erteilen? Ich bin Inquisitorin Urind und ich repräsentiere die Geheimoperationen der Sith. Wir halten gegenwärtig einen wichtigen Jedi gefangen. Einen Spion, der die Akademie erreichen wollte. Wir haben Pläne mit ihm. Bei der Gefangennahme haben wir herausgefunden, dass der Verstand des Jedi leicht zu manipulieren war. Durch eine Mischung aus Drogen und Magie haben wir ihm falsche Erinnerungen verpasst. Bald wird er zu seinen Jedi-Kommandanten zurückkehren und die Lügen berichten, mit denen wir ihn gefüttert haben. Er wird nicht wissen, was wir getan haben. Wir müssen nur noch seine Flucht inszenieren. Und was wird er den Jedi sagen, sobald er frei ist? Womit habt ihr ihn gefüttert? Informationen, die gewisse Kolonien im Outer Rim überzeugen sollten, ihre Verteidigung zu reduzieren. Sobald das geschieht, können wir die Zerstörung dieser Kolonien und ihrer Jedi-Beschützer arrangieren. Ihr seid jung und neu genug, um einen plausiblen Verräter abzugeben. Geht zu dem Jedi. Sprecht mit ihm. Tut, was er sagt. Erschleicht euch sein Vertrauen. Wenn das erreicht ist, befreit ihn. Tut, was auch immer nötig ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Wir werden sicherstellen, dass er sein Schiff erreicht und sicher zu seinen Jedi-Freunden zurückkehrt. Ich werde mich darum kümmern. Ihr findet den Jedi Quarian Darius im Kerker. Er ist noch immer verwirrt und sollte nicht allzu schwierig zu überzeugen sein. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich nehme an, ihr seid der Jedi, der gefangen genommen wurde. Ich bin Quarian Darius. Ich bin ein Jedi, selbst hier. Sogar auf Korriban. Was kümmert es euch? Warum seid ihr hier? Ihr verdient die Gelegenheit, für eure Freiheit zu kämpfen. Und ihr werdet mir diese Gelegenheit bieten. Ihr wollt mir helfen, hier raus und zur Republik zurückzukommen. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Warum wiederhole ich mich ständig? Was ist los mit mir? Die Inquisitoren spielen mit eurem Verstand. Sie haben euch mit Drogen vollgepumpt. Das hatte ich vermutet. Es ist schwierig, einen klaren Gedanken zu fassen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich kann mich konzentrieren. Wenn ihr mir bei der Flucht helfen wollt, brauche ich meine Sachen. Mein Lichtschwert, meinen Comlink. Bevor ich gefangen genommen wurde, haben die Sith mich in Tulak Horts Grab verfolgt. Ich habe meine Sachen in einer Urne versteckt, um weniger Ballast tragen zu müssen. Dort müsst ihr hingehen. Diese verflixten Minendroiden waren stärker als ich dachte. Ich werd's nicht überleben. Aber ich hoffe, dass jemand das hier sieht und mir die Ehre erweist. Entkommene Sklaven haben Waffen aus der Akademie gestohlen, in dieses Grab geflohen, haben die Minendroiden umprogrammiert. Ohne die Droiden können die Sklaven nicht leben. Ich wollte sie selbst ausschalten. Hat nicht geklappt. Zerstört genug Droiden, dann sterben die Sklaven. Niemand legt sich mit den Sith an. Oh. Ah, Tritten her. Ich habe von euren Abenteuern in den Gräbern gehört. Ihr seid der Spur der gescheiterten Schüler gefolgt. Sie sollten Abtrünnige töten und gepanzerte Droiden zertrümmern. Ihr hattet mehr Erfolg. Das ist korrekt. Die Minendroiden haben nicht nur die Sklaven beschützt, die sie umprogrammiert hatten, sondern drohten auch die Gräber der Alten zu schänden. Das wäre unverzeihlich gewesen. Deshalb sollt ihr belohnt werden, denn ihr hattet Erfolg, wo andere ihr Leben ließen. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Barras zurück. Seid ihr hier, um mir zu gratulieren? Das werte ich als ja. Vemrin ist bereits mit Barras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Das ist das Ende. Ich werde nie ein Sith. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, wird Barras mich umbringen lassen. Bringt meine Scherben zu Barras und gebt sie als eure eigenen aus. Ich besorge noch mehr. Wirklich?
Ihr gebt mir eure Scherben? Danke. Wie kann ich mich dafür erkenntlich zeigen? Nicht nötig. Tut mir nur einen Gefallen und seht zu, dass das unter uns bleibt. Macht ihr Witze? Ich werde kein Wort sagen. Viel Glück bei der Suche nach weiteren Scherben im Grab. Wir sehen uns in Lord Barras Gemach. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Es ist alles da. Comlink, Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe. Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Ich? Bei mir wird alles gut gehen. Ich mache mir mehr Sorgen um euch. Das ist sehr freundlich von euch, Sith. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Es ist eine Falle. Eure Erinnerungen wurden manipuliert. Wenn ihr den Jedi Bericht erstattet, werdet ihr ihnen genau das sagen, was die Sith wollen. Was? Dann, das erklärt wenigstens, warum ihr mir heraushelft, aber nicht, warum ihr mir die Wahrheit sagt. Das ist jetzt nicht wichtig, aber ich werde mit meinen Meistern darüber reden. Jetzt sollte ich zunächst gehen. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt, aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Die Sith sollten einander helfen. Genau so sollte es sein. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Und seid euch bewusst, dass kein Jedi Korriban gefährden kann. Geht jetzt. Ah, der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulak Horts Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend hatte Klemral recht und du hast dich geirrt, Vemrin. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Er hat gedacht, dass du versagst. Vemrin sollte mittlerweile daran gewöhnt sein, ständig enttäuscht zu werden. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für Emotionen. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Aber zuerst müssen wir noch etwas besprechen. Meinem Blick entgeht nur wenig. Und ich weiß, Akolyt, dass du Klemral seine Scherben gegeben hast. Da Klemral also nur wegen deiner Großzügigkeit hier vor mir steht, überlasse ich es dir, über sein Schicksal zu entscheiden. Was soll ich mit ihm machen? Er war trotz allem erfolgreich. Die Anweisung lautete nur, die Scherben herzubringen. Seine Kreativität sollte belohnt werden. Es ist nicht leicht, so lange zu überleben. Ich glaube also, es ist zulässig, ihn nicht zu bestrafen. Doch ich denke nicht, dass er das Zeug zum Sith hat. Klemral, du wirst von nun an Aufseher des Gefängnisses der Akademie sein. Kein ruhmreicher Posten, doch wenn du deine Arbeit gut machst, wird man dich respektieren. Melde dich sofort bei Kerkermeister Nash. Danke, mein Lord. Danke euch beiden. Er hat eindeutig zu wenig Rückgrat, aber vielleicht überwindet er sich eines Tages. Nun zu euch beiden. Seid ihr bereit für eure letzte Prüfung? Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden. Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen. Ich dachte, du wärst es, Vemrin, doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. Es tut mir leid, Vemrin. Ich weiß, wie sehr ihr dafür gekämpft habt. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du. Doch die Macht ist stärker in dir, Akolyt. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte in meinem Vorzimmer auf meine Anweisungen. Sofort! Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst.
dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen. Ihr werdet es nicht bereuen, Baras. Ich bin ein geborener Sith. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasadus Grab. Nur wenige Sith haben es je betreten. Fast niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie sich Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Ich werde mich darum kümmern. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfung zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor. Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. Autsch! Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann, Sklavin. Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Es heißt, dass ihr vielleicht von Lord Baras geschult werdet. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Baras sollte mir eigentlich einen Akolyten namens Klemral geschickt haben. Irgend so ein kleiner Jammerlappen. Aber der Versager ist nicht aufgetaucht. Wisst ihr etwas über ihn? Ich bin nicht Klemrals Aufseher. Nein, offensichtlich nicht. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Sie ist eine echte Nervensäge. Ha! Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Sieh es als Abschiedsgeschenk, Twi'lek. Anscheinend bist du doch zu etwas Nutze. Du machst einen Ausflug in das Grab, wo wir dich geschnappt haben. Ihr wisst nicht, wie man die Statuen im Grab aktiviert, um die verbotene Höhle zu öffnen, was? Ihr wollt etwas in dieser geheimen Sith-Kammer, oder? Das ist meine Sache. Hier, nehmt diese Fernbedienung. Ich stelle eine höhere Stufe ein. Wenn ihr sie oft genug schockt, zeigt sie euch sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Dann werde ich mal die Grabführerin spielen. Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Nuss zu knacken, aber da ich es schon mal geschafft habe, kann ich es wieder tun. Damit eines klar ist, ich bin offiziell im Streik, was alle Arbeiten im Haushalt betrifft. Ich verspreche dir, ich brauche kein Hausmädchen. Gut, meine Lage scheint sich tatsächlich etwas zu verbessern. Aber schlechter werden konnte sie ja auch nicht. Ihr geht vor. Ich zeige euch die Zugangspunkte im Grab und öffne dann die Geheimtür für euch. Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Sicher. Warum nicht, Wachposten? Was gibt es? Ich danke euch. Ich bin geehrt, dass ihr mir die Freundlichkeit erweist. Da war dieser andere Akolyt. Er ist erst kürzlich in dieses Grab gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Er ist dort drinnen gestorben. Ich will wissen, wie er gestorben ist. Ich weiß nicht, aber er ist sicher tot. Ich habe ihn sogar durch die dicken Grabtüren schreien hören. Der Akolyt, der hineingegangen ist, er war von der guten Sorte. Freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem Vater zu beweisen. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringen und seinem Vater sagen würde, dass er es nicht geschafft hat. Ja, der Vater sollte erfahren, dass sein Sohn gefallen ist. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn, man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und zu seinem Vater bringen. Bitte, werdet ihr das tun und den Gefallenen ehren? Ich werde mich darum kümmern. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im Grab findet, lasst es mich wissen. Ich kann euch sagen, wo ihr seinen Vater in der Akademie finden könnt. Viel Glück. Da ist es. Der geheime Eingang zur versteckten Höhle ist hier drin. Ich muss mich nur gerade orientieren. Achtung! Klemral, wie könnt ihr es wagen, euch einzumischen? Diese Angelegenheit geht euch nichts an. Er hat mein Leben gerettet. Ich lasse nicht zu, dass ihr ihn hinterrücks ermordet.
Ich begrüße die Hilfe. Ist es das Mindeste, was ich tun konnte? Nein, das Mindeste, was ihr tun könntet, ist zu sterben. Dieser Narr muss gesehen haben, wie ich euch gefolgt bin. Zu schade, dass seine Warnung umsonst ist. Es endet hier. Sobald ich euch getötet habe, wird mir die Sklavin die verbotene Höhle zeigen. Dann gehört das Lichtschwert mir. Und ich kann meinen rechtmäßigen Platz als Schüler von Lord Baras einnehmen. Bitte, Vemrin, lasst es nicht dazu kommen. Ich werde euch töten, wenn ich muss. Meine Leidenschaften sind stärker als eure. Ich bin die Essenz dessen, was ein Sith ausmacht. Mein Recht wurde mir lange genug vorenthalten. Ab heute wird man euch vergessen. Es endet hier und jetzt. Es war meine Bestimmung, Baras Schüler zu werden. Bin ich so weit gekommen? Habe ich so viele Hindernisse überwunden? Nur um mich jetzt als unwürdig zu erweisen? Seid nicht zu hart zu euch, Vemrin. Ihr wart ein würdiger Gegner. Spart euch das! Es gibt nur den Sieg oder den Tod. Ich weigere mich, ein niederes Leben zu leben. Erledigt mich! Ich werde keine Gnade akzeptieren! Oh. Alle Achtung! Gute Arbeit! Freut mich, dass ich dich beeindrucken konnte. Der geheime Eingang ist gleich hier. Keine Ursache. Ich begrüße die Hilfe. Es ist schön, ein Lob zu erhalten. Danke. Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Wer hat euch erzählt, ich hätte euren Vater umgebracht? Alle sagen es. Wir wissen alle, dass ihr ihn umgebracht habt. Und jetzt müsst ihr sterben. Beruhigt euch, Eskella. Euer Vater ist nicht tot. Das ist eine Lüge. Lord Baras hat seine Hand. Euer Vater gab mir seine Hand und verließ Korriban. Was sagt ihr da? Mein Vater opferte seine Hand, damit ihr ihn nicht tötet? Und jetzt versteckt er sich und gibt vor, tot zu sein? Ihr seid vielleicht kein Mörder, aber eure Gnade zeigt, ihr seid auch kein Sith. Ich sollte Lord Baras informieren, aber das tue ich nicht. Nein, lasst ihn selbst eure Schwäche entdecken. Mein nächster Schritt ist nun klar. Ich muss meinen rückgratlosen Vater aufspüren und seine Demütigung beenden. Lasst ihn in Ruhe, Eskella. Euer Vater lebt in Frieden. Mein Vater hat mich beschämt. Nur durch seine Vernichtung kann ich meine Ehre wiederherstellen. Ich werde ihn von euch auf die Wange küssen. Na los, Leute, gehen wir! Beeindruckend. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt und das alte Lichtschwert gefunden. Vemrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. Leider hat er ein Nein nicht als Antwort akzeptiert. Ich musste ihn töten. Bravo. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden.
Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt mein Schüler. Das hat lange genug gedauert. Achte auf deinen Ton, junger Anwärter. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem Fährenticket kommst du nach Drum und Kaas. Triff mich dort in der Zitadelle. Richte dem Imperator meine Grüße aus. Ich bin sicher, er wird sich sehr darüber freuen. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Wenn sie nützlich ist, kannst du sie auch nach Drum und Kaas mitnehmen.